YouTube kommt es immer wieder zu Streitigkeiten aufgrund von Video- und Audiomaterial, das in anderen Videos verwendet wird. Auch bei meinem Gitarrencover auf meinem Zeitkanal wurde aufgrund des Urheberrechts die Audio kurzzeitig entfernt, da die Audio anscheinend mit Inhalten von TubeOne übereinstimmte. Allerdings wurde das nach ein paar Tagen wieder aufgehoben. Aber gerade in den letzten Tagen ging die Streitigkeit zwischen Studio 71 und dem YouTuber Honeystime ziemlich rum. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung für all die, die vielleicht noch nichts davon mitbekommen haben. Also Honeystime hat in einem Video über Joko und Klaas berichtet und dabei deren Videomaterial nach dem Zitatrecht verwendet. Studio 71 hat daraufhin das Video claimen lassen. Begründung war mehr oder weniger, dass nur Personen des öffentlichen Lebens das Zitatrecht anwenden dürfen. Alles klar. Mittlerweile hat Honeystime die Videos zum Thema auf Wunsch seines Netzwerks runtergenommen, da sich dieses Netzwerk nun um den Fall kümmern wird. Man darf also gespannt sein, wie das weitergeht. Ein ausführliches Video zum Thema Honeystime und Studio 71 hat unter anderem auch der Wanker Theken gemacht. Dieser hat auch dazu aufgerufen, Videos zum Thema zu erstellen, um auf dieses weit verbreitete Problem auf YouTube aufmerksam zu machen. Ich bin eben der Meinung, dass größere Unternehmen mit mehr Reichweite und finanziellen Möglichkeiten einfach keine Privilegien haben sollten, weil da gibt es sowas, ich glaube, das nennt sich Grundgesetz oder so. Gerade wegen diesen Missständen will ich jetzt das Video hier machen, was nochmal das Urheberrecht und das Zitatrecht thematisiert. Also prinzipiell ist in Deutschland das Recht geltend, dass alles, was individuell geschaffen wurde, unter das Urheberrecht fällt. Der Urheber ist logischerweise der, der das Werk geschaffen hat, zum Beispiel ein Video oder ein Musikstück. Dieser darf dann darüber entscheiden, ob und wie es veröffentlicht wird und ob und wie dieses Werk dann auch verwendet werden darf. Zum Beispiel kann dieser sagen, dass bei Namensnennung jeder das Werk für eigene Zwecke benutzen darf. Also generell finde ich das Urheberrecht extrem wichtig und sinnvoll, da es eben die Urheber schützt und ihnen das gegeben wird, was ihnen zusteht. Ein Beispiel, wo das Urheberrecht zurzeit wirklich stark missachtet wird, sind viele Facebook-Seiten. Da werden oft Videos kurz von YouTube runtergeladen und dann dort wieder hochgeladen. Schon das ist ja offiziell nicht erlaubt. Aber diese Facebook-Seiten schneiden danach oft das Ende des Videos weg, sodass nicht mehr erkannt werden kann, von wem das Video ursprünglich stammt, und setzen zusätzlich noch ihr Wasserzeichen darauf, sodass es aussieht, als wäre es ihr eigenes Video. Zudem bekommt das Video auf Facebook meist oft auch noch mehr Aufmerksamkeit als auf der Ursprungsplattform, in unserem Fall YouTube. Um dieses erneute Hochladen von geschütztem Material zu verhindern, gibt es auf YouTube zwei Gegenmaßnahmen. Zum einen können die Urheber selbst beantragen, dass das geklaute Material gesperrt wird, und zum anderen gibt es den automatischen Content-ID-Filter, welcher Videos nach registriertem geschütztem Material absucht und dann Claims verteilt. Daraufhin muss das identifizierte Video vom Kanalbetreiber entweder offline genommen werden oder die Einnahmen des Videos gehen an den Urheber, oder in manchen Fällen passiert auch gar nichts, je nach Wunsch des Urhebers. In meinem Fall mit dem Gitarrencover wurde das Video einfach kurzzeitig stumm geschalten, um die anscheinende Urheberrechtsverletzung zu verhindern. Das System hat allerdings auch seine Lücken, denn es werden oft Urheberrechtsverletzungen erkannt, wo überhaupt keine bestehen. Aber das Thema Content-ID-Filter haben Saro und Kaiota in einem Video nochmal genauer erläutert. Also diese Claims oder auf Deutsch Forderungen, die Videos nochmal zu überprüfen und gegebenenfalls auch offline zu nehmen, sind allerdings nicht weiter schlimm. Denn solange diese rechtlich unbestätigt bleiben, passiert eigentlich auch nichts weiter mit dem Kanalbetreiber. Aber sobald ein vollständiges rechtliches Ersuchen von einem Urheber bei YouTube eingeht, dann bekommt der Kanal einen Strike oder eben auf Deutsch eine Verwarnung. Dadurch verliert man einige Funktionen bei YouTube und bei 3 Strikes wird der Kanal gesperrt. Zudem wird auch noch das Konto des Kanals gesperrt, sodass der Nutzer keine weiteren Videos mehr veröffentlichen kann. Diese Strikes kann man jedoch wieder loswerden, falls ein Irrtum vorliegt oder der Urheber den Strike zurückzieht. Ansonsten muss man halt 6 Monate warten, bis die Verwarnung von YouTube aufgehoben wird. Aber in dieser Zeit darf man keine weiteren Strikes kassieren und man muss seinen 4-Fragen-Test von YouTube bestehen, aber der ist wirklich nicht so schwer. Also prinzipiell lässt sich sagen, dass alles, was man trotz des Urheberrechts von anderen verwenden möchte, eine Lizenz erfordert, die man zum Beispiel käuflich erwerben kann oder auch schon durch Namensnennung bekommen kann. Aber es gibt eben auch eine Ausnahme, nämlich das Zitatrecht, welches in dem Video von Honeystime zum Problem wurde. Laut diesem Zitatrecht darf man auch urheberrechtlich geschütztes Material von anderen verwenden, sofern gekennzeichnet ist, dass zitiert wird. Und aus dem Zitierten muss ein eigenständiges Werk erschaffen werden. Man darf also nicht einen ganzen Film zeigen und am Schluss kurz kommentieren, dass der Film gut war. Denn hier würde das Zitatrecht bei weitem nicht greifen. Auch Stefan Raab, der sich in seiner Sendung TV Total auf das Zitatrecht berufen hat, hat Probleme bekommen, da es laut einem Gericht nicht als Zitat anerkannt wurde, wenn er einen kurzen Clip ablaufen lässt und ein bisschen darüber lacht. Aber im Fall von Honeystime war das anders. Dieser hat den kleinen eingeblendeten Clip ausführlich kommentiert und hat somit sein eigenes neues Werk daraus geschaffen. Auch auf der YouTube-eigenen Seite, die über das Urheberrecht aufklären soll, wird gesagt, dass die eigenen Videos, wenn sie richtig zitiert werden, in anderen Videos kommentiert, geremixed
beschädigt oder auch kritisiert werden können. Doch dort wird Bezug auf das Gesetz in den USA genommen. Allerdings ist das in dieser Hinsicht ähnlich wie bei uns. Gerade auf dieser Seite wurde von YouTube ein kleines Video erstellen lassen, das die Copyright Basics nochmal kurz erklärt. In diesem Video regt sich eine Figur auf, dass ihr Video benutzt wurde und auch kritisiert wurde. Daraufhin wollte die Person das Video sperren lassen, was natürlich nicht möglich war, da das Kritisieren mit richtigen Zitieren erlaubt ist. Den ganzen Vorfall fand ich eigentlich ziemlich witzig, da es mich irgendwie an einige YouTuber und auch Netzwerke erinnert hat, die versuchen jede Kritik direkt wegzuclaimen oder sogar zu striken. Und das leider auch oft mit Erfolg. Und das finde ich wie anfangs gesagt extrem schade, da man die eigene Reichweite ausnutzen kann, um kleineren Kanälen die Möglichkeit einzuschränken und diesen auch durch Strikes zu schaden. Oft ist auch kein legitimer Grund irgendwie vorhanden, sondern es wurden einfach Beschwerden eingereicht, um das Unternehmen oder die Kanäle nicht in ein schlechtes Licht zu rücken. Der YouTuber Taken hat das auch als Korruption bezeichnet und das Wort finde ich hier ziemlich treffend. Zudem finde ich es auch echt schade, dass solche Dinge oft direkt auf juristischem Weg geklärt werden. Ich frage mich da, ob es nicht mehr möglich ist, auch mal Kritik anzunehmen, auch wenn diese eventuell sogar beleidigend ist. Ich meine, wenn man von sich etwas im Internet veröffentlicht, dann muss man halt damit rechnen, dass es auch Menschen gibt, die einen nicht mögen und einen dann halt auch kritisieren. Unter anderem auch mit Beleidigungen, die meistens viel zu ernst genommen werden. Andererseits wird auch oft wegen einer Kleinigkeit ein riesiges Problem gemacht. Zum Beispiel hat der relativ große YouTuber Bibanator in seinem Intro mal ein Bild von einer Frau verwendet, die man nicht wirklich erkennen konnte. Dieses Bild konnte man fälschlicherweise als frei verwendbar im Internet finden, was die Urheberin und der YouTuber nicht wussten. Und so kam es dazu, dass der YouTuber auf 3.500 € verklagt wurde und viele Videos mit dem Intro löschen musste. Insofern kann ich es echt nicht verstehen, inwiefern dem bzw. der Urheberin einen Schaden zugefügt wird und warum das dann auf diesem Weg gelöst worden muss. Naja. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob und wie sich da etwas ändert wird, gerade auch durch den aktuellen Fall mit Studio 71 und Tornios Time. Das war's soweit mal von mir und schaut auf jeden Fall auch noch bei den anderen vorbei, die auch noch was zum Thema gemacht haben. Die Links dazu findet ihr natürlich wie alles andere auch in der Infobox. Bis dahin, ciao. Von ein bisschen selbstverliebt. Ganz egal, was du auch denkst, ich bin das Beste, das es gibt.